Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur Flask-Tutorial-Reihe hier. Heute geht es darum, wie wir auch wirklich JSON empfangen können. Das heißt, wir haben zwar bisher solche Sachen gemacht wie, okay, das hatten wir hier schon wieder rausgenommen, JSONify und dann eben den, keine Ahnung, Error haben wir es, glaube ich, genannt gehabt, ist gleich, String von E. Das war, glaube ich, das, was sie hier schon verwendet hatten. Damit könnt ihr super einfach JSON benutzen, um tatsächlich jetzt hier JSON zurückzugeben. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz, wie das aussieht. Wir wählen einfach irgendeine URL an, die nicht existiert, Und dann bekommen wir hier das Ganze im JSON-Format. Nochmal kurzes Recap, was ist eigentlich JSON? JSON hat hier vorne einen Namen. Es ist im Endeffekt ein Dictionary mit Names. Das bedeutet für euch, im Endeffekt gibt es die Dinger auch in Python, genau gleiche Syntax übrigens. Man hat hier einfach vorne dran einen Key und hinten dran einen Value. Und über diese Keys, das heißt, wenn ich das jetzt hier lesen würde und dann von Error machen würde, also ich zeige es mal ganz kurz im Code, wenn ich hier jetzt anfangen würde und sagen würde, nehmen wir einfach mal an, das ist hier in meinem JS drin, das steht jetzt hier für JSON, und ich habe das hier jetzt drin, dann kann ich jetzt hier einfach auslesen von Error und bekomme dann die Variable, die hinter dem Key Error steht. Der Key ist das hier vorne, die Variable hinter dem Key ist das hier. Das ist das Value Pair oder Key Value Pair besser gesagt. Und das ist JSON. Das möchte man bei einer API eigentlich heutzutage immer rausgeben. Das heißt, hier wird eigentlich sehr, sehr, sehr selten wirklich HTML zurückgegeben, sondern normalerweise wird hier immer JSON zurückgegeben. Was mit JSONify super easy ist. Das heißt, ihr könnt hier einfach über JSONify sagen, ich hätte mal gerne meinen Key Error und dann hätte ich gerne meinen Value, der dann angegeben werden soll, also String von Error. Ihr könnt hier natürlich auch noch mehr reinpacken, sowas wie my Key ist gleich my Value und dann bekommt ihr hier eben noch was, das liegt jetzt daran, dass ich hier JS benutzt habe, was ich natürlich nicht definiert habe. Das kann nur einen Fehler geben, ist ja klar. Aber dann habt ihr hier halt eben noch my key und my value. Und hinten dran wird automatisch das Komma eingefügt. Alles drum und dran macht JSONify für euch automatisch. Das ist die Variante, die ihr rausgeben wollt. Das heißt eigentlich immer hier eine API, liefert eigentlich immer JSON-Format. Ihr könnt hier auch Listen und so weiter reintun. Ihr könnt Integer reintun, alles drum und dran. Das heißt, ihr könnt hier auch sagen, ich möchte hier zum Beispiel 42 zurückgeben, dann möchte ich noch eine Liste ist gleich, und dann eine Python-Liste, ganz normale, 42, 1337, Hans-Peter, nein, keine Ahnung, einfach 42 und 1337, und dann kriegen wir hier eben eine Liste, auch im JSON-Format, alles wunderbar. Aber das Ganze zu empfangen ist nochmal was ganz anderes. Also hier auf diese API könnt ihr dann mit JavaScript oder sowas zugreifen. Habe ich auch schon gezeigt, wie das funktioniert. Einfach mal auf meinem YouTube-Kanal reinschauen in die JavaScript- bzw. jQuery-Playlist oder Angular-Playlist. Ich habe das eigentlich in jeder Playlist gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Das werde ich jetzt hier natürlich nicht nochmal machen. Hier soll es um die Python-Version bzw. um die Flask-Version gehen. So gebt ihr also JSON raus. Das Ding ist jetzt, normalerweise werdet ihr auch JSON empfangen über Post-Requests. Das heißt, wenn sich jemand einloggt, dann generiert ihr mit JavaScript oder TypeScript oder was auch immer ihr benutzt oder von mir ist auch mit Python einige Daten und diese Daten werden über einen Post-Request hier an unsere API geschickt. Und das wäre dann wieder mal über Method-Post. Da gehe ich nochmal ganz kurz rein. Und zwar sagen wir dann mal hier, ich kopiere mir das mal und sage hier post me methods gleich und wir wollen hier natürlich einen post request haben. So, und dieser post request enthält jetzt manchmal Rohdaten, dann könnt ihr das so machen, wie wir es bisher gemacht haben, aber er kann eben auch ganz normales JSON enthalten und dazu würde ich euch die normale Library JSON empfehlen. Zu der habe ich auch schon ein relativ ausführliches Tutorial in meiner Python-Playlist gemacht. Das heißt, da könnt ihr dann auch bitte nachgucken, wie man da die Einzelheiten macht. Wir werden jetzt hier sozusagen nur das Ganze eben laden, aber im Endeffekt ist es super intuitiv, das Ganze, ähnlich wie JSONify. Die beiden Libraries sind super gut, aber JSONify würde ich halt zum Rausgeben benutzen, während ich das hier zum Einlesen benutzen würde. Also so mache ich es zumindest immer.
Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, posted JSON ist gleich. So, und ja, jetzt müssen wir gucken, okay, wir haben hier offensichtlich einen Post-Request. Das heißt, wir bekommen über Request hier die Daten, die gepostet wurden. Und das sind request.data. Und Achtung, je nachdem, welche Flask-Version oder welche Python-Version oder was auch immer ihr habt, nehmt es einfach immer so. Nehmt ihr einfach noch die Code UTF-8. Dann habt ihr automatisch auf jeden Fall das Richtige. So, damit lest ihr jetzt allerdings nur die Rohdaten aus. Hier würde jetzt höchstwahrscheinlich ein String rauskommen. Höchstwahrscheinlich ein String rauskommen, den ihr zum Beispiel so habt. Also sowas wie Data Doppelpunkt. Anführungsstriche natürlich drumherum. Data Doppelpunkt MyData oder sowas. Und so weiter und so fort. Also gültiges JSON-Format, aber halt einfach nur als String. Weil das Ganze eben als String übermittelt wurde an die Webseite. Das ist auch völlig okay. Damit bekommt ihr jedoch nur den String. Ihr wollt JSON draus haben, damit ihr hier eben so drauf zugreifen könnt. Denn wenn ihr jetzt hier auf Posted JSON zugreift und hier zum Beispiel sagt, ich will Data auslesen, was ja bei einem assoziativen Array funktioniert oder einer assoziativen Liste oder eben einem Dictionary funktioniert, so wie wir das mit JSON eben machen wollen, dann wird euch das einen Fehler schmeißen, weil das hier ist einfach nur ein stinknormaler String. Hier stehen einfach nur normale Buchstaben drin, die in keinerlei Verhältnis zueinander stehen. Das heißt, das ist kein Dictionary. Und dazu braucht ihr eben diese JSON-Library. Das ist eigentlich auch relativ simpel. JSON .loads. Achtung, die Version mit S benutzen. Es gibt auch eine ohne S, aber wir brauchen hier die Version mit S. Und dann habt ihr im Endeffekt schon die kompletten Request-Daten hier hinten dran. Und jetzt können wir uns das hier mal ausgeben. Print posted JSON. Und dann geben wir noch was zurück, damit wir hier keinen Fehler kriegen. Return success. So, und jetzt müssen wir natürlich hier noch eine zweite Datei starten. Damit wir hier irgendwas machen können. Das heißt, wir wollen jetzt hier rechtsklick Python-File und dann eben post something wollen wir hier auch haben, weil wir müssen es ja irgendwie testen können. Wir können nicht einfach jetzt, okay, wir könnten eigentlich auch über Telnet oder sowas posten. Wäre zu einfach. Das ist sowieso die falsche Datei. Wäre viel zu einfach. Ich zeige euch einfach gleich, wie wir das Ganze über Python machen können, denn das werdet ihr auch häufig mal erleben. Nehme ich an. So, import request. Request ist sozusagen das, was ihr braucht. Und dann natürlich import JSON. Das ist jetzt sozusagen das, wie wir hier was herposten wollen. Das werdet ihr, wie gesagt, im Normalfall über JavaScript machen. Aber das ist mal dahingestellt. Wir wollen es einfach trotzdem testen. Und die URL, an die wir posten wollen, ist das hier. URL ist gleich das hier, slash, so jetzt, wie hieß es, post me, slash post me, okay, so, und jetzt können wir einfach relativ schnell sagen, data ist gleich, wir machen jetzt hier einmal, wie haben wir es genannt, ich glaube data, Achtung, hier müsst ihr einen Doppelpunkt schreiben, kein ist gleich, das ist ein ganz normales Dictionary, jetzt machen wir hier einfach my data rein, damit es auch gleich ist. So, und jetzt können wir das Ganze posten. Result ist gleich requests.post. Das hat jetzt nichts mit Flask gerade zu tun. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur kurz ein Skript, damit wir das auch machen können. Wir schicken das Ganze an die URL und wir wollen das Ganze natürlich im JSON-Format dahin schicken. JSON.dumpsData. So, ich mache hier kurz eine Run-Config dafür, damit wir es auch ausführen können. Und das ist das Skript post something. Okay. So. Und ja, der ganze Kram hier läuft soweit. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach das hier starten und bekomme logischerweise nichts zurück. Aber wir sehen hier, ich habe das Ganze jetzt geprintet. Das heißt, es hat wunderbar funktioniert. Und wir sehen aber Folgendes. Das Ganze wurde hier als Data, MyData geprintet. Und da sind keine Anführungsstriche, nichts drumherum. Das ist ganz normales JSON-Format jetzt hier. Das heißt, ich kann jetzt hier auch zum Beispiel zugreifen auf Data. Und das eben machen, als hätte ich ein, als hätte ich ein ganz normales JSON-Format vor mir. Und wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, dann
sehen wir hier drüben, dass ich einfach MyData, also den Inhalt der Variablen, zurückkriege. Während wenn ich das jetzt nicht über JSON laden würde, dann geht das natürlich nicht. So, das ist jetzt die Variante, wie ihr JSON empfangen könnt. Das heißt, in Flask weiter mit diesem JSON-Format arbeitet, was für eine API wirklich eigentlich unumgänglich ist, weil die das in 99,9% der Fälle machen und die anderen 0,1% sind einfach schlechte APIs momentan. Also, es sei denn, ihr habt mittlerweile was Besseres gefunden, dann könnt ihr es natürlich auch damit machen, aber der Standard ist eben das hier. Wichtig, jetzt gibt es wahrscheinlich einige von euch, die behaupten, hey, warum benutzt du nicht einfach request.json? Das gibt es ja auch, oder get.json gibt es, soweit ich weiß, auch noch. Achtung, request ohne requests. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Request ist ein Python-Modul, damit könnt ihr Website-Requests machen. Das heißt, ihr könnt Get und Post ausführen, während Request an sich ist von Flask, also ohne S. Da ist manchmal so ein bisschen der Dreher drin, das verstehe ich auch absolut, das kann mal vorkommen. Okay, Request bietet euch eigentlich Varianten, auf dieses JSON zuzugreifen. Aber wie schon gesagt, das Ganze funktioniert in den wenigsten Fällen, weil ihr hier eben das Ganze als String bekommt. Und irgendwie hat dieses GetJSON, zumindest in dieser Version, die ich hier gerade benutze, noch einen Wurm drin. Und ich benutze deswegen einfach immer JSON.loads, Request.data. Manchmal braucht ihr nicht mal dieses .decode, das kommt aber wahrscheinlich auf euch drauf an. Und mit .decode seid ihr immer auf der sicheren Seite. Ja, das ist so mein Fazit, meine Erfahrung damit eigentlich gewesen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das Ganze näher bringen. Ist eigentlich auch eine super Sache. Jetzt wisst ihr, wie ihr damit umgehen könnt. Und wie gesagt, JSON ist eigentlich so das Basic-Format für alle APIs. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.